Willkommen bei Nerd am Herd. Heute machen wir das eingerauchte Öl. Dafür verwendet man ein Walnussöl, Dernanis, Nelken, Zimtstangen und eine Plastikflasche. Das ist jetzt der Verschluss von der Zahnpastatube und den verwendet man dann als Ventil für unsere Bong. Und jetzt klebe ich diesen Verschluss mit einer Heißklebepistole auf die Flasche. Das soll nicht passieren. Mit einer spitzen Nadel mache ich jetzt in diese Plastikflasche da ein paar Löcher, dass nachher das Wasser ablaufen kann. So, das sollte jetzt circa für eine Stunde trocknen. Eine Stunde später. Ich fülle das Wasser in die Flasche, dann kommt vorsichtig das Öl drauf. Da habe ich die Alufolie einfach oben drauf und gut verschließen. Mit einer spitzen Nadel mache ich ein paar Löcher. Sternanis, Nelken und Zimt habe ich in einem Vakuumsackerl mit einem Fleischhammer einfach ein bisschen zerklopft. Dann mache ich unten das Ventil auf. Das Wasser läuft jetzt runter und dadurch zieht es den Rauch in die Flasche und das Öl wird geräuchert. Dann gebe ich die Alufolie wieder runter, Deckel drauf. Jetzt lasse ich das noch kurz so stehen, dann nimmt das Öl den Rauchgeschmack noch besser an und fertig ist das eingerauchte Öl. Hey, und wenn du eine richtig geile Idee hast, gell, sag uns Bescheid und dann komm in die Soul Kitchen und mach deinen Sch selber. Ich sag nie was Blödes. Ich bin ein ganz anständiges Mädchen. Ich bin eigentlich gar kein Nerd. Ich muss das machen. Ich will jetzt dann wieder mal die Sendung mit der Maus schauen. You crazy mother.